Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, wir von CCMTV haben eine Umfrage durchgeführt, wenn heute Nationalratswahlen wären, wen würden Sie wählen? Die FPÖ ist auf Platz 3 gelandet, aber nur mehr mit fast dem halben Ergebnis der letzten Nationalratswahl mit guten 14%. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe mir diese Umfrage jetzt angesehen. Ich glaube, dass das Stimmungsbild ähnlich ist wie bundesweit. Das ist natürlich nicht so repräsentativ, aber dort liegt der Kurz weit vorne und die SPÖ und die FPÖ ziemlich gleich auf. Das heißt, das ist ein ähnliches Bild wie österreichweit. Prozentmäßig natürlich kann man nicht drei Bundesländer oder zwei Bundesländer vergleichen mit ganz Österreich, aber grundsätzlich stimmt das Stimmungsbild. Was sagen Sie zur Halbierung? Glauben Sie, wird Sie das noch geben bis zur Wahl, dass Sie die Stimmen von letztem Mal wieder fast erreichen oder übertreffen? Nein, ich glaube schon, dass wir mit Norbert Hofer an die 25% wieder kommen oder über 25%. Norbert Hofer spricht ein breites Publikum an, ist sozusagen derjenige, der in der FPÖ auch der Koordinator war. Und mit Norbert Hofer kann ich mir schon vorstellen, an der Seite mit Herbert Kickl, dass wir durchaus wieder über 25% kommen. Wenn die FPÖ wieder über 25% kommt, ist anzunehmen, dass die ÖVP die Mehrheit nicht schafft. Würden Sie dann wieder empfehlen, eine Koalition mit der ÖVP? Nein, ich glaube, dass nach der Wahl muss man dann einmal sehen, wer die handelnden Personen sind. Nach der Wahl muss man immer schauen und ausloten, mit wem man das beste Programm zusammenbringt. Ich schließe auch nicht eine SPÖ aus, keine ÖVP aus. Ich glaube, dass es wichtig ist, für Österreich was zustande zu bringen und das hat schon einfach. Gut, dann sage ich besten Dank und viel Erfolg. Dankeschön.